Recht herzlich willkommen zur 240. Folge von Towns. Ja, wir sind am Canale Grande bauen oder wie man den auch immer nennen möchte. Ja, es passiert auf jeden Fall schon mal was, wie man sieht. Das ist ja schon mal etwas, ne? Und wir wollen ja da so ein bisschen was hinhaben. Mal schauen, wie das wird. Ich bin jetzt echt am Überlegen, haben wir das jetzt hier zum Aushöhlen gemacht oder soll hier Wasserrad hin? Das ist die Frage. Wenn da Wasserrad hin soll, auf der oberen Ebene, ist das vielleicht nicht so gut, weil wir müssen ja erstmal eins tiefer haben, dass es hochschaufelt. Hier muss das Wasser noch verschwinden, wie wir sehen. Das ist auch noch nicht passiert. Ja, wird sich noch einiges tun müssen. Gut. In der Zwischenzeit, wo die da noch ein bisschen am Basteln sind, würde mich noch interessieren. Wir sind auf der letzten Etage unterwegs gewesen und haben dort, einen noch höher, irgendwo gesagt, mach mal eine Treppe. Ah, das ist hier und da passiert noch nichts. Liegt es daran, dass wir keinen Bergarbeiter mehr haben, ne? Genau so ist es. Ja, die sind alle. Da gibt es eine 60. Das sind also noch 20 bis dahin. 15, 11, 6, 7. Das bedeutet, wir nehmen jetzt definitiv hier einen weg. Dafür müssten wir mal gerade gucken, ob der komische Typ hier immer noch ist oder ob wir ihn jetzt schon mal geschlagen haben. Weil der hatte uns alle kaputt gemacht, ne? Da ist nur noch ein Geist jetzt am Laufen. Ne, der ist, glaube ich, jetzt wohl doch kaputt gegangen, ne? Weil wir haben ja immer diese Aushöhlungen gehabt, ne? Und die waren es, die dann das verursacht haben, so Essen. Und wir hatten da noch einen mit 4000 noch was, ne? 3,9, 3,8, 3,6. Doch auf der anderen Seite. Da ist ein 4000er. Mit 2,7 Angriff. 4,4 mit 2. Na, der hat 2,7 Angriff. Da würde ich dem vorziehen eigentlich. Obwohl, der ist noch mit am besten. Ne, dann nehmen wir den mit 2,4 und welcher war es? Dieser war es, ne? 2,5 und 2,2. Den werden wir jetzt zum Bergmann machen, weil dann möchten wir ja doch mal irgendwie was erreichen. Gut. Jetzt müsste man gucken, kann man den noch verfolgen? Okay, der läuft hier irgendwo rum. Da ist er, glaube ich, ne? Was macht er? Weg ist er, ne? Ach, da sitzt er am Tisch. So, geht jetzt hoch. Und begibt sich in die Tiefen des Untergrundes wahrscheinlich. Okay, jetzt sehen wir hier gerade, dass der Kanal fertig ist. Aber wir wollen ja gerade mal den Untergrundbewohner beobachten. War das? Gute Frage, ne? Lass uns mal lieber so machen. Da läuft er schon ganz nach unten. Ist das so? Und höhlt hier hinten weiter aus. Da wohl gerade nicht, aber hier. Oh, sind auch noch zwei Gespenster da. Läuft also. Und er hat irgendwie eine Fernkampfwaffe. Super, oder? Aber ja, sieht so aus, als ob er da dann doch eine Schnitte hat. Der ist noch gesund. Der ist sehr verletzt. Glücklicherweise ist auch nur einer von den beiden gekommen. Jetzt holt er sich vielleicht noch den zweiten. Ja, macht er. Ah, da unten ist noch irgend so ein Viech hier. Habt ihr gesehen, da? Wounded. Severely wounded. Und tot. Ja, hat gut geklappt. Er baut auch gleich hier schon weiter. Okay. Jetzt geht er auf die andere Seite auch. Wir machen mal hier noch weiter. Ja, da drinnen ist jetzt nichts, ne? Das haben wir wahrscheinlich gemacht, weil hier noch nicht entdeckt war, ne? Geht er jetzt da vorbei? Ich will's hoffen. Weil so viel muss er dann auch nicht machen, ne? Okay, jetzt wird hier noch gebaut. Ah, irgendwann die Shift-Taste nicht gedrückt. Ne? Ah, guck, da gibt es einen Hohlraum gerade, aber war dann doch nicht so viel. Machen wir mal so. Und so. Ist er hier oben irgendwo am Kloppen? Ja.
Das haben wir auch. Jetzt geht er wohin? Okay. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zu weit gehen, ne? Kennen wir ja schon. Sonst kommt jetzt Wasser durch, ne? So. Jetzt geht er hoch, oder? Ja, hier ist der Aufgang irgendwo, ne? Nee, doch nicht. Da oben wird noch abgebaut. Okay. Hier war der Aufgang, ne, oder? Ich weiß es nicht mehr, wo er war. Er geht jetzt aber auf jeden Fall rum und macht auf der anderen Seite weiter. Kann das sein? Ja, ist nur die Frage, wo. Da wahrscheinlich. Ne, er geht hier oben hin. Ja, wenn er den zweiten hier noch hat, dann hat er eine Abkürzung und kann er durchgehen, ne? Macht aber nicht. Okay, er macht diese beiden noch. Aber jetzt geht er da durch. Genau. Also das hat es gebracht, da oben was zu tun, damit es dann vorangeht. Hier ist der Aufgang. Ja. Ja, hier ist noch die Treppe nach unten, ne? Das ist dann auch noch so entscheidend. Was macht eigentlich unser Händler? Der ist ja immer noch da. 50 und 41 ist noch was, ne? Gut, gehen wir zum Wasserrad. Schauen da weiter. Einen Schritt noch, da ist es. Ja, die Wasserräder werden jetzt gerade nicht gebaut. Aber jetzt ist die Frage, sind das die Wasserräder oder sind das Sachen, wo wir in die Erde baggern? Das ist die Frage. Aber da müssen wir definitiv noch was bauen. Sonst schwappt uns das ja nachher wieder über, ne? Was haben wir hier? Und da. Und da. Und da machen wir auch einen. Aber der da wäre jetzt gerade doch nicht so gut, weil das kommt ja danach nicht weg, oder? Oder doch? Müssen wir mal gucken, weiß ich jetzt nicht. Lass mal einen nach dem anderen machen. Die Frage, ob das hier Bergmannsarbeiten sind, dann war das nämlich, dass wir auch sowieso einen Bergmann brauchen, der die Löcher reibt. Ist der gerade wieder runtergelaufen oder wie ist das? Ne, der ist am Schlafen. Okay. Wo sind hier die Schlafen-Stats? Okay, jetzt läuft er auch schon wieder. Macht was, geht wahrscheinlich was essen. Ja, sieht so aus, dass er was isst. Dann gucken wir, was er weitermacht. Geht wahrscheinlich wieder nach unten, ne? Hier werden schon Steine getragen, das ist schon mal gut. Okay, wenn das da gemacht worden ist, dann können wir jetzt auch noch diesen hier machen. Sollte funktionieren. Und hier haben wir auch noch was fehlend, oder? Und der Rest sollte schon gehen. Ach so, hier. Okay. Machen wir mal Destroy Filled Pond und setzen da einen Stein hin. Und hoffen, dass das so funktioniert, ne? Wo ist er jetzt? Im Erdgeschoss hat da wieder was abgebaut. Und geht jetzt wohin? Hier hinten, okay. Da ist noch relativ viel zum Abbauen. Oh, der da unten, ist das ein Böser? Das ist jetzt aber nicht der, der die alle kaputt gemacht hast, ne, oder? Will ich mal nicht hoffen. Er hat auf jeden Fall gleich die Möglichkeit, auch nach da hinwegzulaufen. Was er aber nicht macht. Hat den aber nicht gesehen und geht hier weiter. Das ist auch schon mal gut. So ein bisschen macht es mir nämlich momentan Sorgen mit dem, dass die da, ne?
Achso, wir haben was Falsches ausgewählt. Wir müssen das auswählen, damit das hier abgebaut werden kann. Ja, das war jetzt nicht mehr wichtig, oder? Wo geht er jetzt hin? Hier macht es zum Beispiel nochmal Sinn, was abzubauen. Okay. Da können wir dann auch noch was wegmachen. Aber das ist dann auch schon durchgearbeitet. Wenn wir schon dabei sind, macht das auch noch gerade weg. Wo geht er jetzt hin? Na da, okay. Ja, hier könnte noch was drin sein, Leerraum oder sowas, ne? Gravel, oder ne, Silber ist das, okay. Ah, da ist schon was leer und da ist dann auch schon einer, den er wahrscheinlich dann angreift. Er ist noch gesund. Er ist bruised. Ja, ich glaube, den schafft er aber, ne? Fein. Lightly wounded, habe ich gerade gelesen. Wounded, mortally, dann ist er gleich tot. Und er müsste jetzt aber gucken, dass er dann sich mal ein bisschen heilt. Gut, das hat noch geklappt, der kann jetzt aber wieder fit werden. Okay, da haben wir schon einen Hohlraum gefunden. Würde ich jetzt auch erstmal das hier dann wegmachen, weil das bringt es uns nicht weiter. Der würde da wieder hängen gehen und nachher kaputt gehen. Da sollen sich die Helden drum kümmern. Macht mehr Sinn. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Okay, da. Und dann ist er aber hoch jetzt, weil er wahrscheinlich irgendwas schlafen will, Hunger hat. All diese Dinge, die er da tun wird. So. Da geht er hoch. 64 von 60. Was macht's hier? 40, 41. Okay, das läuft. Das können wir mal gerade wegklicken. Nochmal hoch. Und er geht jetzt essen wahrscheinlich. Holt sich dann Brot oder sowas. Ja. Und isst erstmal was. Kann man hier Follow machen eigentlich? Nee, ne? Oder doch? Nee. Nee, hier gibt's nix. Das mit dem Bogen ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Naja, müssen wir mal gucken. Ach, er geht schon wieder weiterarbeiten. Ja, er ist ziemlich schnell, muss man sagen. Ich werde jetzt da nochmal was machen. Okay, da hätten wir vielleicht eben nochmal hier ein bisschen was machen sollen. Aber jetzt nicht so toll. Aber naja, wird gehen. Da bohren wir weiter rein. Da auch. Aha, da ist was offen. Aber nee, muss auch nicht offen sein, kann sein, dass da nichts zu sehen ist. Das macht aber ein Held erstmal wieder frei, denke ich, das ist besser. Falls da doch was ist. Wo geht er jetzt hin? Ah, da oben, okay. Ja, hier macht es noch ganz viel Sinn, dass dahinter was ist. Und wo geht er jetzt hin? Hier macht es Sinn, die beiden wegzumachen. Ja, und dann geht er hoch, wahrscheinlich Hunger oder schlafen. Hier waren gerade Leute laufend. Wo sind die hin? Da oben. Die gehen aber, glaube ich, schon zurück, oder? Ne, der eine geht zurück, aber der andere sucht sich noch irgendwen. Und wenn es geht, da hinten bitte hin, weil da war noch einer. Hier kann man noch was entdecken. Da geht er bestimmt rein. Und da gibt es tatsächlich einen Hohlraum. Gut. Und da kommt auch schon der zweite Held, der dann weiter forscht. Das wäre super. Ja. Trau dich, komm. Kommt schon eine Unterstützung von dir. Ah, oh, da ist so ein Roter. Das ist nicht gut. Oh nein, doch nicht auf beide da.
Oh, der ist schon kaputt? Nee, ne? So schnell? Ja, hier ist er. Aber der ist schon... Nee, der ist auch schon tot. Hier noch um die Ecke bitte gucken. Ja. Da gab es noch einen, der ist aber auch schon fertig. Ich glaube, in diesen Hohlräumen, ja, hier wird vielleicht noch was sein, das könnte noch sein, aber die anderen Ecken da sind, glaube ich, alle nichts mehr drin. Gut, läuft. So, dann würde ich jetzt noch sagen, gehen wir erstmal wieder hoch, gucken nochmal nach der Wassergeschichte. Und hoffen, ne, Hoffnung kommt zu spät. Diese Felder sind immer noch nicht gemacht, wird wohl weiter dauern, lassen wir aber auch erstmal so. Unser Goldhelm, der wird das schon machen, der da gerade, glaube ich, schon wieder nach unten ist. Jo, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht ein Abo, falls ihr noch nicht habt. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.